Hallo und herzlich willkommen, Sportsfans auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22, zu der Dienstagsausgabe des BR Pros. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und noch ein Sieg im letzten Season-Spiel und im ersten Playoff-Spiel des Stanley Cups versuchen wir heute bei Spiel 2 und 3 das fortzuführen. Mal schauen, ob mir das gelingen wird. Wir spielen zu Hause, wir haben leider überhaupt keine Vorteile auf unserer Seite, außer den Heimvorteil und die geilsten Fans der Welt. Und unsere Gäste aus Arizona haben die Tore auf ihrer Seite, plus ein paar mitgereiste Fans. Mal schauen mal, ob wir die Serie auf 2 zu 0 und dann auf 3 zu null ausbauen können, dass wir unseren Lauf aus der Season, sollte ich sagen, aus der Season mitnehmen können. So, erste Spieler merken wir, zweites auch, wer sind motiviert. Wäre gut, dass in der vierten Season. Toter Mann im Tor! War gut, wenn in der vierten Season den dritten Stanley Cup-Titel holen würde. Einmal mit Seattle, einmal mit Winnipeg. Mal auf Start, einmal einen Einsatz erhöhen. So, auf geht's. Und da ist das erste Tor. Zweites für mich in den Playoffs. Und schon habe ich den Einsatz erhöht, meine Sportsfreunde. Immer. Auf geht's. Teufel noch eins. Hätte, wenn es gut gegangen war, den Assist angreifen können. War es 0-9 auf der Uhr nur.
30 Sekunden nur. 20, 12, 10, 9, 8, 7, 6. Jawohl, erstes Drittel vorbei. Gut gegangen. Zweites Drittel folgt zugleich. Steht aber noch 1-0. Passt gut. War zu 0, passt hervorragend, passt hervorragend. Mein Fehler. Aber hier machen wir das 3-0, meine lieben Sportsfreunde. Hervorragend. Und hier die Möglichkeit, dass wir was Führung verteidigen. Machen wir defensiv. Defensiv, offensiv, untersiv, keine Ahnung. Wir machen es einfach. Versuchen es zu machen. Irgendwie. Hauptsache wir kriegen Punkte dafür. So, auf geht's. 8:07 haben wir noch auf der Uhr. Schade, wir haben hier gegangen jetzt der Hattrick. Aber ich habe ja nur ein Drittel. Meine lieben Sportsfreunde. So, letztes gefährliches und entscheidendes Drittel. Bin ich verliere. Check funktioniert nur einmal.
stellen. Ruhe doch gar nicht. Shootout halten wir nicht, aber wir haben bald nur die Führung. Wir haben bald nur die Führung. Das ist jetzt schnell gegangen. Ja, schnell. Arizona will halt auch Meister werden. Das ist halt. So, jetzt hat. Das war zu langer Pass. Aber hier ist die Antwort von Kyle 5-2. Schon 5 Minuten 30 nur. Zwei Minuten nur bis zum Sieg. Gehen wir davor aus mit 5-2, jawohl. Serie auf 2-0 ausbaut. So. Hier haben wir ein paar Punkte noch mit auf dem Weg. Dann haben wir unseren Goalie auf dem dritten Platz. Haben wir einen Star mit einem Tor und einem Assist. Dann bin ich auf dem ersten Platz. Dann haben wir drei Stars, drei Tore, ein Assist. Dann habe ich 5 Punkte hier in den Playoffs als Topstorger. Nächstes Spiel ist auswärts. Wir haben einen Angriff auf unserer Seite plus ein paar mitgereiste Fans und die Kojoten haben wieder mal die Tore auf ihrer Seite. Also muss es jetzt 2 Auswärtsspiele geben.
Mal schauen wir, dass wir die Serie auf 3 zu 0 bringen. So, auf geht's hier in Arizona. Kämpf schon. Kommen wir schon mal. Und die Scheibe ist draußen. Willi Bingmer. Schauen, ob ich das wieder hinkomme, dass ich der Erste bin, der was hier das Tor macht. Doch steht es 0 zu 0. Topstorger. Na, übrig sie die Frage. Ich bin es diesmal nicht gewesen. Aber steht 1 zu 0 auswärts hier in den dritten. Komm schon. Bleibst ruhig, Jungs. In den Schmarrn, was man zusammenspielt, Alter. Frischmann, aber der Frischmann werden wir im zweiten Drittel gleich selber sein. Schon. Jawohl, jawohl. Ja, fast eine kritische Situation gewesen. Aber nur fast.
Jetzt hat. Na, aber zumindest ein Plus habe ich. Ah, zumindest ein Plus haben wir gemacht. Jetzt passiert was, Ausgleich. Jetzt müssen wir den Führungstreffer machen, circa. Brach der HP und schoss das Tor. Viertes Playoff-Tor in diesen Playoffs. Season nicht, in den Playoffs. So. Und die verlieren wir. Jetzt komm schon. Ah, darf noch eins. Auch nicht. Das war jetzt ja schon gewesen, was wir aber nicht nutzen haben können. Jetzt beginnt das letzte gefährliche und entscheidende Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Und die verlieren wir. Und da war das Absicherungstor, das fünfte Tor in diesen Playoffs. Ich kratze wieder mal am Hattrick. So. Hat nicht funktioniert. Puckcheck funktioniert aber. Bleibt bei uns die Scheibe. Gehen wir so mit. Schnapp, schnapp und drin ist. Ohne Assist, okay. Jetzt sind 28 nur im letzten Drittel. Vielleicht schaffe ich den Hattrick. Very good, very good.
So, 11 Minuten 07, Bulli, verlieren wir. Zwarer 20. Sechs, 18, 33. Steht er wenn du gleich. Ich hätte nur die Chance für einen Hattrick. Die Chance ist nur da mal im Sportsfeld. Die verlieren wir. Diesmal. Ah, Schot, 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 Schot. Aber ein Assist kriegen wir. Aber den Assist kriegen wir. Zweiter Assist in diesen Playoffs. Der Victor hat zuerst das Tor geschossen in den Playoffs. Sechsundfünfzig,1 noch. Bulli gewinnen wir. Jetzt schauen wir, ob ich den Hattrick schaffe. Schaffe ich nicht. Nein. Oder vielleicht ein Last-Minute-Hattrick. Sekunden aus auf der Bank umschauen. Aber wir gewinnen das Spiel mit 5:1 mit dem Sportsfreunde. Serie 3:0. 5 Tore, 2 Assists. Ein Kampf in die Playoffs und den habe ich gewonnen. Sprich, wir haben 7, wir haben 8 Punkte als Topstorger. Diesmal mal ein Minus. Der Victor mit einem Tor, einem Assist ist er auf Platz 3. Ich bin auf Platz 2 mit meinen 2 Toren, einem Assist. Und auf Platz 1 ist der Kyle mit einem Tor
und 3 Assists. Das heißt, wir haben 3 Tore, 3 Stars, 4 Tore, 5 Assists und am Ende der Dienstagsausgabe. Verdacht, geh. Okay. Naja, ein bisschen was verlieren dürfen wir ja. Jetzt lassen wir die Verträge auslaufen. Wenn sie es. Okay. Ja, wir sind jetzt in die Playoffs, warum sie denn über den Sommer dann nachher nur stehen? Das hätten sie wirklich zusammenpacken können in einen. Wer läuft jetzt nicht aus? Der Fahrer ist weg, der Arzt ist weg. Also, okay. So, was wollen Sie jetzt von mir? Machen wir das Team. Dann gehen wir auf Überzeugung. Die Serie gewinnt nicht zwingend mit Sweep. Na, passt, meine lieben Sportsfreunde. Dies war's für diese Ausgabe am Dienstag. Ich hoffe, es hat so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus BR Pro weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier auch nicht in den Farben getrennt, in der Sache feind. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.